Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuesten Projekt Let's Play Tomb Raider. Ja, ich spiele dieses Spiel blind. Ich habe es vorher noch nicht gespielt. Nur mal angetestet, ob es auch richtig läuft. Ich hoffe, dass mit den Frames funktioniert jetzt auch. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal in ein neues Abenteuer mit Lara Croft. Auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Ich denke, das ist machbar. Ja, viel Spaß. Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. Stunden. Hilfe! Wenn das Leben an uns vorüberzieht, finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Was uns weitermachen lässt. Wow, was für ein Einstieg. Ja, während hier das Intro noch ein wenig weiterläuft. Das Spiel ist von Square Enix. Zumindest ist Square Enix der Publisher. Ja, Crystal Dynamics hat das ganze Spiel entwickelt. In dem Spiel geht es darum, die Lara Croft, zu der Archäologin geworden ist, wie wir sie quasi kennen. Ah, das Spiel ist ein Reboot der ganzen Tomb Raider-Reihe. Und ich bin gespannt, wie die Geschichte hier ist. Ja, wie das Spiel gehört wird. Wow, wow, wow. Und jetzt hängen wir da erstmal kopfüber rum. Dass wir uns hier befreien können. Hilfe! Runter! Ich muss runter! Ja, wunderbar, den Sack haben wir schon mal. Gucken, vielleicht können wir uns ja auch frei brennen. Oh
Boah, das muss doch wehtun wie Hölle. Erstmal raus hier aus dieser ganzen Höhle. Überall Knochen, Teile, Fragmente. Oh Gott. Nein. Nein, nein. Was ist das hier? Na, Prost, Mahlzeit. Wo sind wir denn noch reingeraten? Was ist bloß passiert? Ja. Berechtigte Frage. Hier, eine Fackel. Eine Fackel. Das war laut. Grafisch sieht das ja ganz, schon mal ganz pompös aus. Er muss mich gehört haben. Oh, verdammt. Da oben können wir wohl das anzünden, genau. Dann darf es gleich da drüben Boom machen. Kleine Explosion. Also an ja genau, du willst uns helfen. Also an Schreckmomenten hat das Spiel hier ja schon am Anfang einiges zu bieten. Finden Sie einen Weg hinaus. Ich blut. Ich muss schnell hier raus. Mehr Feuer. Zum Glück. Das werden wir bestimmt gleich wieder brauchen. Was ist das denn für ein Ding? Da passiert noch nichts. Also irgendwas muss da rein. Bergungsgut. Das Ganze so einfach funktioniert. Ja, du es offenbar. Ich muss sofort hier raus. Ja, das würde ich aber auch behaupten. Auf, auf.
Schnell, schnell, schnell raus hier. Oh, nicht du schon wieder. Wow. Ja, Leute, das war der erste Tod von mir. Beziehungsweise von Lara Croft in diesem Spiel mit mir. Also Quicktime-Events sind diesmal auch mit dabei. Lass los, du Mistkerl! Oh. Oh, das war knapp. Endlich raus. Was für ein fulminanter Einstieg. Ich bin ganz ehrlich, mir hat die Sprache verschlagen. Phänomenal. Ja, okay, aber was sollen wir jetzt hier machen? Wir sind jetzt Schiffbrüchige auf dieser Insel hier. Offenbar nicht die Ersten. Ja. Jetzt müssen wir halt mal gucken, dass wir hier irgendwie wieder wegkommen. Also müssen wir jetzt, genau, die anderen Überlebenden finden. Hoffentlich finden wir noch ein paar. Okay, ganz langsam. Also wir lernen wirklich offenbar die Geschichte kennen, wie Lara Croft seine knallharte Frau geworden ist. Nummer. Das
Seht euch diesen Ausblick an. Ist hier überhaupt noch jemand am Leben von unserer Crew? Neue Ausrüstung erhalten, ja. Aber gut, Leute, das soll es gewesen sein für den ersten Part von Tomb Raider, von dem Reboot 2013. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr es gemocht habt, lasst doch ein Like da, schreibt fleißig in die Kommentare und ich freue mich drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Let's Play Tomb Raider. Tschüss.